Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über die Redemittel beim Chatten auf Deutsch sprechen. Wir lernen heute, wie man auf Deutsch chatten, also sich unterhalten bei WhatsApp, Telegram oder anderen Social Media kann. Ich habe 50 Redemittel aufgeschrieben und ich hoffe, dass du heute auch ganz viel lernen kannst. Bevor wir beginnen, unterstütze mich mit einem Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Ein Moment. Ah, ich habe gerade direkt eine Nachricht von meiner Freundin bekommen. Hey, ja, alles fit und bei dir? Bei der Begrüßung kannst du unterschiedliche Formen benutzen. Zum Beispiel na oder na, alles fit? Oder du schreibst einfach hey, huhu oder moin. Moin ist eine Form, die eher aus dem Norden, aus Hamburg kommt. Manchmal schreibt man auch sowas wie jo, wie geht's? Oder alles klar bei dir? Alles klar ist gleich wie alles gut bei dir. Normalerweise kann man nach der Begrüßung entweder einfach fragen, wie es einer Person geht, oder direkt einen Vorschlag machen. Ich sehe, meine Freundin schreibt, hast du Lust auf einen Kaffee heute Abend? Ja, gerne. Kaffee. Kaffee ist eine Abkürzung für kein Problem. Ja, gerne, kein Problem. Hier sind noch ein paar Redemittel, die du benutzen kannst, um zu fragen, wie es einer Person geht. Zum Beispiel, wie geht's dir? Läuft's? Oder hast du kurz Zeit zu telefonieren? Oder na, wie war dein Tag? Oder was steht bei dir diese Woche an? Und von diesem Teil kommen wir direkt zum Vorschlag. Also meine Freundin hat mir schon einen Vorschlag gemacht und sie fragt, ob ich Lust habe, mit ihr einen Kaffee trinken zu gehen. Gerne. Und so kannst du auch andere Vorschläge machen. Zum Beispiel, wollen wir mal zusammen spazieren gehen oder wollen wir zusammen kochen? Eine andere Option, die ist aber sehr umgangssprachlich, ist zu sagen, hast du Bock? Hast du Bock, zusammen spazieren zu gehen oder hast du Bock, zusammen zu kochen? Das kann man auch benutzen. So, hier sind noch ein paar. Zum Beispiel, Anna, möchtest du morgen vorbeikommen? Vorbeikommen bedeutet zu mir kommen. Oder einfach ganz kurz, Lust auf eine Party? Lust auf, ja? Möchtest du? Hast du Lust auf eine Party? Und weniger eine Frage, sondern eher ein Satz, einfach, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen. Ich würde mich freuen. Ganz oft wird die Endung ä bei Verben in der ersten Person Singular weggelassen. Ich würde mich freuen. Oder das Pronomen wird weggelassen. Dann sagt man, würde mich freuen. Also ich würde mich freuen. Oder einfach, würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen. Okay, lass uns mal gucken, wie man auf einen Vorschlag reagieren kann. Also, ich habe geschrieben, ja gerne, Kaffee, kein Problem. Was kann man noch schreiben? Zum Beispiel, gerne, ich habe noch keine Pläne. Oder, ich habe leider schon Pläne. Ja, wenn du keine Zeit hast, kannst du natürlich auch schreiben, ich habe leider schon Pläne. Wenn du dir noch nicht sicher bist, dann kannst du sagen, ich sag dir morgen Bescheid. Ich sag dir morgen Bescheid, ich lass dich morgen wissen. Und hier sind noch ein paar kurze Antworten. Coole Idee, mega Idee oder total gerne. Oder zum Beispiel supi. Supi schreibt man auch ganz oft. Was soll ich mitbringen? Supi, was soll ich mitbringen? Oder du sagst, lass uns morgen Abend schauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn du noch keine Pläne hast, kannst du auch sagen, cool, ich habe noch nichts vor. Das Wort nichts wird auch ganz oft als nichts abgekürzt. Hab noch nichts vor. Und noch zwei letzte Optionen als eine Reaktion auf einen Vorschlag. Zum Beispiel, wir können uns am Main bzw. bei dir treffen. Am Main oder bei dir. BCW bzw. bei dir. Und das letzte, top, ich krieg's gebacken. Ich krieg's gebacken ist auch sehr umgangssprachlich und das bedeutet,
Top, ich schaff das. So, das habe ich geschrieben. Gerne, ich habe noch keine Pläne. Oh, meine Freundin schreibt, kann Isa dazu stoßen? Dazu stoßen bedeutet zu uns kommen, auch mit uns spazieren gehen oder auch mit uns etwas machen. Dazu, zu uns kommen. Hier sind noch ein paar andere Redemittel, die dir bei der Kommunikation helfen können. Zum Beispiel, wenn eine Person fragt, soll ich etwas mitbringen? Kannst du schreiben, nö, ich kaufe alles ein. Oder, nee, ich kaufe alles ein. Kein Problem, KP, haben wir schon gesagt. Oder, cool, freue mich, ich freue mich. Oder einfach, freue mich. Oder zum Beispiel, wenn du dich mit einer Person draußen treffen möchtest, kannst du schreiben, meld dich, wenn du losgehst. Meld dich, wenn du losgehst, sag mir Bescheid, wenn du rausgehst aus der Wohnung, dann komme ich dir entgegen. Oder zum Beispiel, ich bin im HO, ich bin im Homeoffice. HO, Homeoffice. Und drei letzte kurze Redemittel, zum Beispiel, boah, B-O-A-H, bedeutet ein Emotionsausdruck. Boah, boah, ist es kalt. Oder boah, ist es lang. B-O-A-H, boah. K-A bedeutet keine Ahnung. Zum Beispiel, hier kann Isa dazu stoßen, kann ich schreiben KP, kein Problem, oder keine Ahnung, aber kein Problem passt besser. Und das letzte zu dieser Gruppe, ich habe Event am Freitag Zeit, also eventuell. Eventuell können wir auch abkürzen. Ich habe eventuell am Freitag Zeit. Cool, habe ich mich jetzt verabredet? Okay, ich treffe mich mit meiner Freundin auf einen Kaffee. Vielleicht kommt noch Isa dazu. Und wie beende ich dieses Gespräch? Um ein Gespräch im Chat zu beenden, kannst du zum Beispiel schreiben, toll, bis dann. Ich habe jetzt das geschrieben. Es gibt noch andere Optionen, zum Beispiel, mach's gut oder bis später oder bis nachher. Außerdem kannst du schreiben, bin gespannt. Toll, bin gespannt. Oder toll, ich freue mich. Und ganz oft schreiben die Mädels sowas wie Tschüssi. Tschüssi ist aber meistens bei Mädels, ja. Die Frauen schreiben auch ein bisschen süßer, sagen wir so, als die Männer. Den Link zu der ganzen Liste mit allen Redemitteln findest du unter diesem Video in der Infobox. Ich hoffe, du hast heute viel gelernt und das Video war sehr nützlich für dich. Unterstütze mich mit einem Like, mit einem Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und bis bald! Lass es mich in den Kommentaren wissen, welche Abkürzungen oder welche Redemittel für dich neu waren, die du noch nie gehört hast oder noch nie benutzt hast. Ich bin sehr gespannt. Bleib dran und bleib fleißig!